und hallo, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet. Schön, dass ihr reinschaltet, wenn es mal wieder heißt Brett im Check. Ich habe mal wieder ein Spiel für euch dabei, über das wir reden, und das ist Mischwald. Das ist ein neues Spiel von Lookout und Kosch. Kosch, wer war das noch gleich? Hatte letztes Jahr auf der Berlin-Con, ist es rausgekommen, sein Erstlingswerk, das Five, war ein sehr cooles Spiel, hat mich sehr überrascht. Und jetzt bringt er ein neues Spiel raus, erscheint jetzt zur Spiel bei Lookout bzw. Esmodi dann, Mischwald. So, und ihr habt es ja vielleicht im Header gesehen, im Spotlight, das bessere Erde, Fragezeichen. Es hat gewisse Parallelen zu Erde, was mich ein bisschen an Erde erinnert. Ihr wisst, Erde ist bei mir so ein bisschen durchgefallen. Was ist mit Mischwald? Wie gesagt, es hat gewisse Parallelen. Reden wir jetzt gleich drüber, wenn wir mal auf den Tisch zoomen. Es ist im Endeffekt, es ist eine Art Set-Collection-Spiel. Wir haben Handkarten. Diese Karten versuchen wir halt eben so zu spielen, dass wir halt die besten Kombos hinbekommen. Im Gegensatz zu Erde haben wir jetzt hier keine klassisches Engine-Building. Es gibt ein, zwei Möglichkeiten, wodurch wir, naja, uns vielleicht ein bisschen besser machen, aber das ist jetzt fern davon, als dass ich das jetzt ein Engine-Building nennen würde, sondern es geht hier wirklich ums Karten ausspielen, unseren Wald aufbauen und dann am besten, am Ende die meisten Punkte haben. Also das am besten, wenn man das Spiel gewinnen möchte. Warum, Spoiler vorweg, mir das besser als Erde gefällt, das erzähle ich euch am Ende in meinem Fazit. Ich würde aber sagen, wir springen mal ganz kurz zum Tisch, wo ich euch einfach mal jetzt keine richtige Regelerklärung gebe, sondern aber einfach mal ein Gefühl dafür gebe, wie Mischwald funktioniert. So, da schalten wir jetzt mal rüber. Wir haben hier, das ist das Brett. Wir haben nämlich, es ist ein kartengetriebenes Spiel, klar. Na gut, klar ist es nicht, aber in dem Fall ist es so. Wir haben hier im Endeffekt die Lichtung. Die Lichtung ist die Auslage, worüber wir halt Karten erwerben können. Dann bekommt jeder Mitspieler, Mitspielende, sechs Handkarten am Anfang. Und ich zeige euch mal die Karten, denn die Karten, die können verschiedenst daherkommen. Wir haben hier zum Beispiel eine Karte, die hat oben und unten, hat die Tiere drauf, da können auch Pflanzen manchmal sein. Wir haben ganz, ganz wichtig die Bäume. Es gibt 8 verschiedene Bäume im Spiel. Wichtig von der Symbolik her hier, diese Eiche, die ist immer Siegpunkt am Ende des Spiels. Und hier seht ihr zum Beispiel, das sagt aus, ich bekomme einen Siegpunkt pro Baum, den ich am Ende des Spiels habe. Hier sehen wir, das ist Ahorn, das ist die Linde, verschiedenste Bäume, also hier haben wir nochmal die Buche. Und für uns ist es ganz elementar wichtig, dass wir unseren Wald bauen wollen. So, und das bedeutet letztendlich, wir brauchen dafür Bäume. Ein Wald ohne Bäume ist ein bisschen blöd, weil das ist kein Wald, sondern ein Feld. Ja, vielen Dank, oder eine Ebene. Oder eine Wüste oder was auch immer. Ja, danke, schön. So, und ganz wichtig, hier oben seht ihr immer die Kosten der Karten. Das steht auf jeder Karte drauf. Es gibt auch Karten, die kosten 0. Das sehen wir hier unten, das Moos, das kostet zum Beispiel 0. Aber es ist zumindest immer dieses Symbol drauf. Und das zeigt, was wir bezahlen müssen, um diese Karten zu spielen. Oder auszuspielen, besser gesagt. So, und die Kosten zahlen wir immer mit anderen Handkarten. Also möchte ich jetzt zum Beispiel, wir schauen einfach mal, ich möchte jetzt hier die Buche spielen. Die Buche sagt, 5 Eichen, falls du mindestens 4 Buchen im Wald hast. Ist also, wenn ich jetzt auf die Buchentaktik gehe, sage ich, okay, die möchte ich spielen, die kostet 1. Und dann nehme ich eine meiner Handkarten und lege die offen hier in die Lichtung. So, und das ist im Endeffekt auch, wie sich das Spiel spielt, denn ich habe eigentlich auch nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich spiele eine Karte, das ist eine meiner möglichen Aktionen, oder ich ziehe 2 Karten. So, und Karten ziehen kann entweder hier vom Stapel sein. Der Stapel wird immer darüber definiert, wie viele Spieler wir sind. Mit weniger Spielern wird der Stapel entsprechend kleiner, damit die Spielzeit ein bisschen weniger ist. So, und ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich ziehe jetzt hier von einer Karte auf der Hand und ich ziehe aus der Lichtung eine Karte auf der Hand, und das sind dann meine Handkarten. Wichtig, ich habe ein Handkartenlimit von 10. Wenn ich 10 Handkarten habe, muss ich etwas ausspielen. Was ich auch noch ganz cool finde, damit sich die Lichtung auch von alleine füllt: immer wenn ein Spieler einen Baum spielt, dann wird automatisch vom Stapel eine weitere Karte aufgedeckt. Also so kommt auch immer ein bisschen Rotation durch. Und es ist vor allen Dingen auch deshalb wichtig, weil, das seht ihr hier hinten stehen, sobald auf der Lichtung 10 Karten liegen, wird die Lichtung wieder komplett leer gemacht. Also das ist auch gar nicht mal so
ohne. Das ist uns auch passiert, dass ich mir gedacht habe, verdammt, okay, ich muss jetzt eine Karte spielen, ich muss Karten bezahlen als Währung, na gut, dann hole ich mir die danach irgendwie wieder, wenn ich wieder dran bin, so, und meine zwei weiteren Spieler spielen fröhlich Karten oder wird doch mal am Baum gespielt oder wird doch eine Karte und zack, wird die Lichtung leer geräumt. Und ich denke, oh, scheiße, die Karte hätte ich mir gerne wiedergeholt. Oh, das ist clever gelöst, weil dadurch hat man immer so eine Rotation durch, aber Karte bleibt dadurch auch nicht zu lange liegen. Und ja, dadurch haben wir halt auch, dass man sich nicht sicher sein kann, nur weil ich die Karte hier hinspiele. Klar, andere Spieler können sie mir auch wegkaufen. Das Risiko ist auch immer gegeben. Aber wenn 10 Karten oder mehr liegen, wird die Lichtung abgeräumt und ist wieder komplett leer. Was ich sehr schön finde und was mir sehr gut gefällt, warum spielen wir die Bäume? Weil wir einen Wald bauen wollen, wer hätte es gedacht, so. Und Bäume haben immer 4 Spots, an die ich dran bauen kann. So, und zwar genau 4. Nicht mehr, nicht weniger. Gut, ich muss nicht, aber auch da gibt es nochmal Ausnahmen, dazu gleich mehr. Und ihr seht halt, diese Karten haben unten oben, ist auch schön thematisch, so ein Moos ist natürlich am Boden, Vögel sind natürlich eher oben. Und Karten haben auch Seiten, das seht ihr hier oder hier. Da haben wir zum Beispiel den Waschbär, das Reh. Und wenn ich dann eine Karte ausspiele, diese Kosten zahle, ich muss dann gucken, zahle ich die Kosten links oder rechts, dann muss ich mir ganz genau überlegen, lege ich die hier an oder lege ich die hier an? So, und dann ist der Spot natürlich voll. Dasselbe halt, wenn ich jetzt sage, ich baue hier ein Moos dran, dann wird das Moos hier unten hingelegt. Ich baue hier oben noch einen Vogel. So, der gibt zum Beispiel 3, wobei 3 Siegpunkte und ich darf nochmal einen Zug machen. Kann aber auch einfach meine weiteren Bäume spielen und so meinen Wald immer ausbauen und dann einfach gucken, wie kriege ich die besten Synergien hin. Und das ist halt eben ganz clever gelöst. Das Eichhörnchen zum Beispiel, das sagt halt 5 Siegpunkte, falls auf einer Eiche, sonst brauche ich es nicht spielen. Zumal haben diese Karten hier noch Symbole, die sind alle für Scoring gut. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, was man machen kann. Gibt zum Beispiel auch hier ganz schön die Schmetterlinge. Ich will verschiedenste Schmetterlinge haben und immer wenn ich verschiedene habe, dann seht ihr, das ist jetzt derselbe, der würde mir also gar nichts bringen, aber wenn ich den noch hätte, dann hätte ich schon mal 2, das wären 3 Punkte and so on. Gibt halt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel die Karnickel, ja die Karnickel, die vermehren sich rasend, die dürfen halt in beliebiger Anzahl an einem Baum sein, das ist dann der Karnickelschwarm quasi und der darf da wie wild dran sein, das kann aber auch ganz gut sein, weil es gibt auch durchaus Karten, die genau auf sowas eingehen, ich finde sie jetzt nicht, die aber zum Beispiel sagen, hier für die Anzahl an Karnickel kriegst du Siegpunkte, dann willst die groß dran bauen. Es gibt Karten wie die Fledermäuse zum Beispiel oder 7 Schläfer, der sagt 15 Punkte, falls links an diesem Baum eine Fledermaus liegt. Da muss ich also gucken, wenn der hier ist, machen wir es mal hier, wenn der hier ist, dass ich hier irgendwie eine Fledermaus dran bekomme, dann ist der 15 Punkte wert. Also solche Geschichten. Wölfe, die jagen Rehe. Ganz witzig ist halt auch in der Tat, wir haben theoretisch haben wir, genau, jeder Spieler hat seine Höhle und da fragt man sich am Anfang erstmal, wofür ist die denn gut? Gibt halt eben auch Karten, die wollen in den Winterschlaf. Sagt eine Eichel, also ein Siegpunkt, die Karte in der Höhle und da gibt es zum Beispiel sowas wie den Waschbär. Der ist ganz smart, denn wenn ich den Waschbär spiele, darf ich eine beliebige Anzahl von Handkarten in meine Höhle tun und bekomme dann am Ende natürlich pro Handkarte Siegpunkte und darf genau dieselbe Anzahl also wieder nachziehen. Also wenn ich nur Mist auf der Hand habe, muss das nicht schlecht sein, wenn der Waschbär da drunter ist. Dann sage ich, komm, ich fülle mir schnell noch die Hand auf und dann zack, alles weg, neu ziehen und gebe dann mal eben gepflegte 10 Siegpunkte, weil wir halt 10 Handkarten haben dürfen. Also diese Möglichkeiten haben wir halt hier. Das Spiel ist dann vorbei bei dem Stapel. Da werden 3, ich habe sie jetzt hier nur 2, von diesen Winterkarten reingemischt. 3 sind also immer drin. Im letzten Drittel werden die reingemischt. Also man macht 3 Stapel und dann im letzten Drittel, dann werden 3 Winterkarten reingemischt und wenn die alle kommen, dann ist das Spiel vorbei. Was es noch gibt, was ich ein bisschen interessant finde, tatsächlich aber über sich, keine Ahnung, warum man das nicht im Regelbuch gemacht hat, es gibt hier noch 14 Karten, die sind nicht doppelseitig, die nochmal spezielle Karten beschreiben. Das ist hilfreich, das hat uns auch schon geholfen. Ich wundere mich ein bisschen, warum man das nicht in der Anleitung einfach hinten noch mit 2, 3 Seiten gemacht hat. Keine Ahnung, ob es dann vom Druck her nicht mehr ging oder ob die halt auf dem Stanzbogen noch übrig waren oder ob man sagt, komm, die kann man besser rumreichen. Kann man die Anleitung auch, keine Ahnung. Das ist hilfreich, aber wie gesagt, mich wundert es ein bisschen, warum es nicht in der Anleitung ist. Ja, und dann hat jeder so seine Bäume gebaut und wenn der Winter kommt und dann der Wintereinbruch mit der 3. Karte, dann ist es auch vorbei. So, das ist der Mischwald. Ganz grob mal erklärt. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht alle Regeln erklärt. Wir haben es jetzt ein paar Mal schon gespielt und ich muss wirklich sagen, ich finde es richtig
gut. Es gefällt mir besser als in Erde. Es hat gewisse Parallelen. Natürlich, wie wir halt, ja, hier nicht die Erde, sondern unseren Wald aufbauen. Und ich finde aber, es spielt sich wirklich cool. Ich mag zum einen, Erde hatte ja so ein bisschen diese Kritik, die ich hatte, dass mir Erde sehr solitär war. Mischwald hat jetzt auch nicht den Haufen an Interaktion. Aber manchmal reicht es auch nur so diesen kleinen Fitzel dann schon, der mir sagt, allein dadurch, dass ich immer diese Konkurrenz in der Auslage habe, um zu überlegen, okay, gebe ich die Karte jetzt wirklich ab? Ich brauche was zum Bezahlen. Aber boah, die hilft auch meinen Mitspielern. Allein das ist für mich schon so ein kleiner Kniff. Und manchmal sind es halt auch einfach so Nuancen. Und es ist halt, ja, manchmal stimmt die Chemie und manchmal stimmt sie nicht. So ist es in der Natur und so geht es mir vielleicht auch bei Erde, dass da der Funke nicht übergesprungen ist, der springt bei mir bei Mischwald aber durchaus über. Ihr wisst, was ich meine. Weil wir haben es jetzt ein paar Mal gespielt und man hat so viele coole kleine Möglichkeiten, auf welche Punktestrategie man jetzt geht. Baue ich viele Rehe und Wild ein und arbeite da mit Wölfen und Wölfe geben viele Siegpunkte, weil sie halt das Wild jagen wollen. So gehe ich auf verschiedenste Waschbären, die mir jetzt irgendwie über abgeworfene Kartepunkte gehen. Geht darüber, dass ich mit Schmetterlingen oder mit Kastanien, die wollen viele Bäume sein und dann kann ich die halt entsprechend hoch scoren. Dann gibt es auch den Borkenkäfer, der halt die Bäume nochmal quasi als wenn ich einen Baum mehr hätte. Super viele Möglichkeiten. Und ich war letztes Jahr von Five von Kosch schon sehr angetan und ich finde, das Mischwald ist für mich sogar noch einen kleinen Tacken besser als Five und gefällt mir richtig gut, weil ihr seht, es ist eine kleine Packung, es ist schnell gespielt. Klar, die Auslage wird schon ganz groß mit den Bäumen, aber das ist trotzdem ein cooles Spiel zum Mitnehmen. Es ist von den Grundregeln her nicht schwierig, aber diese alles so mal zusammenzubekommen, welche Möglichkeiten da sind, das ist schon extrem viel. Ein Kritikpunkt, der mich leider so ein bisschen stört und den ich halt auch wirklich, wirklich anstrengend finde, das ist das Endscoring. Wir haben einen Wertungsbogen dabei, das ist super. Ich liebe Spiele mit Wertungsbögen, wobei ich auch sagen kann, ich bin happy, seit in der BG Stats App jetzt auch da der Wertungsbogen bei den meisten Spielen hinterlegt ist. Das macht vieles nochmal einfacher. Aber man hat ja dann seinen Wald und man hat den Wald, man hat so im Schnitt wahrscheinlich, das war jetzt bei uns so in den Partien, irgendwo zwischen 7 und 10 Bäume jeder Spieler. So, und dann ist an 7 Bäumen, 10 Bäumen, 8 Bäumen sind auch meistens, ich sag mal, im Schnitt mindestens 3 Karten dran. Oftmals vielleicht sogar 4. So, das heißt, ihr müsst also die Bäume multiplizieren, dann habt ihr am Ende vielleicht irgendwas zwischen wahrscheinlich 21 und 30 Karten, vielleicht irgendwie je nach der Anzahl der Bäume. Und ihr müsst natürlich jede Karte scoren. Also im Idealfall, wenn ihr richtig spielt, aber sonst spielt ihr die Karte ja nicht. Das heißt, ich muss im Endeffekt, es ist zwar so gelöst, dass man sagt, okay, geht erst die oberen und unteren Karten durch, dann die Links- und Rechtskarte, aber es ist durchaus aufwendig, dann, okay, jetzt erst das, dann das, dann war der Bezug. Habe ich jetzt daran eigentlich gedacht? Habe ich die jetzt gescored oder nicht? Am besten, das haben wir irgendwann gemacht, wir haben so kleine Tokens draufgelegt, um uns dran zu erinnern, haben wir die jetzt schon gescored oder nicht? Denn das ist viel und das ist aufwendig. Und das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich habe, denn man muss da schon genau gucken, dass man auch bloß nichts vergisst oder doppelt. Und das dauert schon. Das wird, das haben wir auch festgestellt, es wird ein bisschen einfacher, wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, weil man dann schon weiß, aha, die Schmetterlinge, da, okay, dann haben wir das. Ist vielleicht ganz gut, was wir auch als Tipp irgendwo gelesen haben, weil man kann das Spiel schon online spielen, zu sagen, okay, den Baum, den man gescored hat, soll man vielleicht dann umdrehen. Das funktioniert aber auch wiederum nicht, weil andere dann vielleicht dazu die Symbole haben, wo sagen, hier, score jede Buche oder sowas, also das ist halt auch, nee, funktioniert dann auch nicht so richtig, also ihr müsst euch beim Scoren ein bisschen durchfriemeln. Abseits dessen macht es wirklich Spaß. Es ist eigentlich schnell gespielt, es steht drauf 60 Minuten, es funktioniert meiner Meinung nach in jeder Spielerzahl ganz gut, 2 bis 5, bei 5 ist immer die Gefahr, dass ein bisschen Downtime da ist, muss man schon sagen, wobei dadurch wird halt auch nochmal mehr durchrotiert, was halt auf die Lichtung kommt in der Auslage, was wiederum auch ganz cool ist. Es funktioniert aber auch zu zweit. Da haben wir es inzwischen so in 40, 45 Minuten zocken wir es inzwischen runter. Das geht ganz schnell und das funktioniert und das ist easy und das macht auch Spaß, weil es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Also wir sind wirklich angetan von Mischwald. Ist ein sehr schönes Spiel. Kosch beweist damit sein. Ich glaube, es ist sein zweites Spiel, dass er da wirklich gekommen ist, um zu bleiben. Bitte, weil
sowohl Five als auch Mischwald. Tolle Spiele. Werdet ihr auf jeden Fall auf der Spiel bei Asmodee bekommen. Absolute Empfehlung. Mischwald. Ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund. Macht einen Waldspaziergang. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Bis bald. Danke.